Message ist raus. Und wir können in aller Ruhe ein wenig Isaac spielen. Mal schauen, ob noch wer bei Isaac vorbeikommt. Aber läuft, er war eine war ich froh, dass er vorbeigeschaut hat. Er suchte offensichtlich gezielt nach Dead Cells, was ich verstehen kann, habe ich auch schon gemacht. An was? An meinem Haus. Also, ja. Ich bin ja kein Bauarbeiter oder sowas, sondern ja. Wir ziehen dem Ende Jänner um. Und bis dahin muss viel fertig werden. Ich spiele weiterhin mit Isaac. Weil die 6. Sehen wir mehr neue Items von Anti-Birth. Und da sind wir ja noch nicht so extrem weit gekommen. Oh Gott, ist das eine Umstellung von Dead Cells. Genau das habe ich befürchtet, dass ich mich jetzt unglaublich ungeschickt anstelle deswegen. Mein Kreislauf mag mich auch gerade nicht besonders. Ja, wird schon gehen. Ernsthaft. So. Oh, das Vieh brennt. Die brennen beide. Das, ist das neu bei Anti-Birth oder wurde das vorher schon eingeführt, dass die auch Flammen aufnehmen können? Zumindest sehe ich es gerade zum ersten Mal. Rainbow Baby. Nicht das Schlechteste, was man kriegen kann. Aber kein neues Item. Gut. Mehr Rerolls wird es nicht geben. Bob's Curse. Giftbomben. Ja. Sacrifice Room wird auch noch irgendwann relevant werden, vermutlich. Wobei ich nicht weiß, ob es nur bei Afterbirth Plus so ist, dass das Ding sich wirklich lohnt. Ja, werden wir auch sehen. Ich werde es einfach ausprobieren. Auf jeden Fall die Self-Sacrifice Rooms, nachdem sie eingeführt wurden, alle paar roten vollen Herzen. Alle paar vollen roten Herzen. Irgendeine Kiste zu bekommen ist nicht zu. Ja, das neue Haus aufbauen, bevor ich umziehen kann, ja. So ist es. Aber es wird schon, es wird schon. Wir sind ja schon relativ weit. Full Health. Naja, gut. Gut zu wissen, dass die Pille hier auch existiert. Das war eine teurere Münze, die ich hier gehört habe irgendwo. Da oben, da bräuchte ich 2 Bomben, um ranzukommen. Für 11 Cent. Kommt drauf an, was hier in der Kiste ist. 2 Bomben. Hm. Tinted Rock hätte ich hier keinen gesehen. Ich habe keinen Schlüssel im Moment. Gibt es hier noch 2 Räume, in denen ich kämpfen kann? Weil das wäre natürlich optimal. Ich probiere hier mal. Yes, das heißt, ich komme wieder jede Menge Geld. Das heißt, ich komme durch Bomben in den Shop. Das ist gut. Ja, ich sollte mich langsam um Internet kümmern, nebenbei bemerkt. Sonst werde ich nicht streamen können, relativ lang. Sehr gegrüßt, Link-Fan. Booster Pack, collect them all. Oh, einfach 3 Tarot Cards. 2 of Hearts, Stars, Emperor. Dann nehmen wir uns die Stars mit, klauen uns hier noch einen Schlüssel, weil den werden wir brauchen. Ja, war leider nicht so toll, aber Booster Pack wäre ein neues Item, haben wir jetzt kennengelernt. Also, hat sich in meinen Augen gelohnt. Also der Run ist bis jetzt sehr bombenbetont. Einmal Bob's Curse und jetzt, ich habe vergessen, wie er heißt. Bomberman. Den meinte ich aber nicht, wie er hier eigentlich heißt. Weil wir wissen alle, dass es ein Bomberman-Abklatsch ist, aber genau, renn rein, sei so nett. Mr. Boom. Nicht besser als der D6. Achso, Broken Remote. Das ist jetzt dumm. Mir fehlt genau 1. Nein, mir fehlt nicht genau 1. Ich habe genau richtig.
More Ice. Das klingt zumindest schon mal spannend. Kenne ich nicht. Kenne ich, glaube ich, noch nicht. Wobei bei mir ist, das Problem ist bei mir, Namen haften bei mir immer wesentlich schlechter als die Gegenstandoptik. Also wenn ich die Grafik sehe, würde ich es wahrscheinlich eher wissen, ob ich es schon gehabt habe. Aber ja. Aber ich glaube nicht, dass ich More Ice schon hatte. So, Mistvieh, nur noch du und ich. Sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Ich fühle mich auf einmal wieder so, als könnte ich das Spiel ein bisschen im Gegensatz zu Dead Cells. Nein, ich habe bei weitem noch nicht alle alternativen Ebenen, Link-Fan. Du hast, glaube ich, eh fast alles gesehen, was ich hier gespielt habe. Also, ja. Nicht so aufregend. Da ist eine alternative Ebene und dafür brauchte ich einen Schlüssel. Dann war es gut, dass ich den gekauft habe. Gut, was haben wir da? Broken Remote. Was war das neue Item? Evil Range und Shot Speed Up. War relativ dumm. Ich hole mir jetzt die Batterie. Rerolle die Bombe. Ich gehe jetzt erstmals in eine der alternativen Ebenen. Ich hasse Broken Remote. Ich habe es richtig gemacht. Für alle, die meinen Fail mitbekommen haben. Alles klar. Stompy. Ist auch nicht so toll, aber ich habe vergessen, was es ist. Aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Was zerstampfen zu können. Vielleicht haben wir aber Glück, finden einen Tinted Rock, den ich sonst übersehen hätte. Aber wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mir da ein paar Bomben sparen können. Stompy kann so kacke sein in den richtigen, in den falschen Situationen, also in den richtigen, damit es kacke ist. So, ein bisschen Geld noch eingesammelt und jetzt alternative Ebene, ho! Wo geht's hier hin? Jetzt langsam gehen, damit wir auch alles sehen. Okay, das ist noch nicht neu. Gut, Downpour 1, Curse of the Blind. Beginnt schon mal großartig. Ich hasse den Curse of the Blind. Okay, das habe ich auf Bildern und in kurzen Videos schon gesehen. Die grafisch macht das gewaltig was her. Ich meine, diese Reflexionseffekte, die sind schon gut. Und man muss damit spielen. Man sieht dadurch, wo diese Tropfen runterkommen. Cool. Sehr cool. Ich werde die Stars-Karte gleich verwenden. Schlüssel habe ich momentan sowieso keinen. Oh, ich habe die Wahl zwischen keine Ahnung und keine Ahnung. Hm, schön. Dann nehme ich keine Ahnung. Mulligan. Das hätte schlechter sein können. Ja, ich will eigentlich das zuschalten. Mulligan war doch das, wo ich durchs Töten von Gegnern das bekomme und nicht durch eigenen Schaden. Da bringt vor allem auch immer der D6 so verdammt viel. Oh, was tust du, Mistvieh? Es wirft mit der Umgebung. Das ist auch extrem cool. Das ist Interaktion mit der Umgebung. Das kann das Spiel, das normale, nicht in dem Ausmaß. Dass Gegner mit der Umgebung interagieren. Das ist großartig. Okay, ihr schießt kleine dumme Würmer auf mich. Die wahrscheinlich Schaden verursachen. Okay. Ich weiß nicht. Habe ich nicht aufgepasst. Diese kleinen dummen Würmer sind schwer zu sehen. Wasserläufer, irgendwas Spinnenartiges eben. Aber ja, wenn man die Gegner alle noch nicht kennt, fühlt man sich wieder wie ein Anfänger in dem Spiel. Hui.
Musik mag ich auch. Ist ein bisschen repetitiv, aber ansonsten. Die schießen auf mich, wäre. Verdammt! Okay. Okay, ich habe Red Heart Damage genommen. Deal with the Devil ist wohl vom Tisch. Die Fliegen hasse ich. Das kann ich verstehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die abwehren hätte sollen. Okay, zumindest mal einen Gegner, den ich kenne. Da sollte ich dann dadurch auch keinen Schaden nehmen. Ich stelle nur gerade fest, es wird bei einem Run bleiben. Meine Fitness macht gerade nicht mehr mit. Darfst du Link Fan gerne. Justice ist auch nicht so schlecht. Ich kann ja immer noch lernen. Ich kann mir das Item nicht leisten. Ich will aber das Soul Heart, weil dann habe ich zumindest eine geringe Chance. Falls ich kämpfe gegen einen neuen. Das habe ich mir fast gedacht, Linkfan, aber danke für den Hinweis. Ich werde ihn beherzigen. Okay, hier war nicht. Und wo ist dann der Secret Room? Keine Ahnung. Aber vielleicht finden wir den Second Secret Room. Der sollte theoretisch. Sollte es vielleicht übertrieben gesagt, aber hier unten vermute ich ihn. Nope. Hier oben könnte auch noch sein. Nöp. Na gut. Okay, ich habe ihn weggedrückt. Das tut mir leid. Okay, du bist cool an sich. So telekinetisch begabtes Mistvieh. Nicht übertrieben viele Hitpoints. Nimmt also im Gegensatz zu Binding of Isaac Afterbirth Plus nicht durch viele Hitpoints seine Stärke. Tears Up Wirecode Hanger, das ist nicht schlecht. Sondern dadurch, dass er ein cooles Schema hat. Rainmaker heißt er. Okay. Wie gesagt, cooler Boss. Sehr, sehr cooler Boss. Hat mir gefallen. Okay, ich bin jetzt da, hab die erste Ebene normal gemacht. Ich bin jetzt auf der dritten Ebene, aber trotzdem zwei hier in Folge. Ich sehe meine Herzen nicht, wie ich es hasse, wenn ich meine Herzen nicht sehe. Okay, das Tears Up war zumindest schon mal gut. Ein Damage Up würde ich aber auch langsam begrüßen. Das war so richtig unnötiger Schaden. Gut, ich habe meine drei Red Hearts. Ich bin auf Startlevel von dem. Okay, genau, euch hatten wir schon. Ihr zerschellt in unzählige Tränen. Ich will da rein. Genau, diesen Dart wollen wir nicht wieder. Gut zu wissen, dass es hier eine Batterie gibt. Vielleicht finden wir genug, um das Ganze zu rerollen. Ich überlege gerade, es sofort zu rerollen. There's Options. Dritte Ebene. Würde sich noch lohnen. Ich versuche das mal vielleicht. Yes. Mit dem Geld habe ich halbwegs Glück. Ja, ich mache das jetzt. Auch wenn unsere Donation-Maschine eigentlich ein bisschen gequält ist. Aber ja. Zwei Bomben. Ich erinnere mich, das habe ich mitbekommen, dass man Bomben braucht. Aber ich glaube, ich habe diese Ebene noch nicht freigeschalten. Dass ich die mit den Bomben in die Minen, glaube ich, sind es, weiterkomme. Okay. Wenn da keine Stacheln im Raum seid, seid ihr gar nicht so furchteinflößend. Verdammt, da kommt noch mehr. Immer diese Wasserleichen unter dem Wasser. Aber die Phasenräume sind auch eine großartige Idee. Warum habe ich Jump genommen und nicht das andere? Warum habe ich es nicht zuerst rerollt? Naja. Immer Fragen über Fragen über Fragen. Habe ich doch schon. Die sind automatisch gleichzeitig. Okay, gut zu wissen, Linkfan. Ich dachte eigentlich, dass ich den anderen noch nicht habe.
Aber so kann man sich irren, wie gesagt, alles ist hier neu für mich. Ja, dementsprechend ist auch die Konzentration, die vonnöten ist, ein bisschen eine andere als normal. Okay. Die sind relativ locker zu besiegen. Haben nicht brutal viele Hitpoints. Gefällt mir. Was zum Teufel? Okay. Leute, beruhigt euch. Vorsichtig, konzentriert drauf schauen, was hier vor sich geht. Gut. Okay. Oh Mann. Es gibt keinen Grund, nicht zum Boss zu gehen. Okay, was bist du? Auf jeden Fall cooles Design, denke ich. Der erinnert mich an Link's Awakening. Erinnert mich an einen Boss aus Link's Awakening, nämlich den im 5. Tempel. Weil der kommt auch irgendwie, hat in der Mitte ein Loch, wo er seinen stacheligen Schweif herausragen lässt. Da muss man immer im Kreis laufen, damit man ihn nicht trifft. Ach ja, verdammt. Er kommt aus der Wand, er kommt aus dem Boden. Ich nehme zu viel Schaden. Bitte nicht. Ach, verdammt. Okay, in dem Fall mache ich einen zweiten Run. Die letzte Phase war anstrengend. Mist. Es war kein schlechter Run eigentlich, aber ja, wie gesagt, ich fühle mich, als würde ich das Spiel zum ersten Mal wieder spielen. Also nicht zum ersten Mal, aber noch nicht viel Ahnung haben davon. Gut. Also zweiter Run und dieses Mal gilt meine Aussage mehr als zuletzt. Wenn es mies läuft, werde ich trotzdem dann aufhören. Oh, du schon wieder. Bisschen Abwechslung im ersten Boss. Aber wir wollen sie doch sehen, die Mine. Das war sehr geschickt. Wieso lese ich Chat während eines Bosskampfes? Ja. Wie gesagt, ich glaube dir gerne, dass sie ekelhafte Bosse hat, aber wir spielen das doch nur, um neues Zeug zu sehen. Komm schon, lass dich töten. Sei ein lieber. Was war Gemini eigentlich? Ist ja ein Sternzeichen. Aber ich habe vergessen, was. Weil Zwilling ist nicht. Ja. So ist das. Wirklich. Ich stelle mich gerade an, als würde ich das Spiel wirklich zum ersten Mal spielen. Aber ich muss offen sagen, ich fühle mich auch gerade nicht so gut mehr. Ich muss dann irgendwann wirklich schlafen gehen, für meine Verhältnisse früher Stunde. Gut, das ist schon mal ganz gut. Erhöhte Schussrate recht früh. Das heißt, wir haben den Reroll für den Item Room. Genau, furzt mich an, das mag ich. Kann man einmal verwenden und dann nachholen. Finde ich gut. Ja, was Neues werden wir nicht bekommen. Wie das Touch ist nicht gut, aber pff, ja, es gibt Schlimmeres. Und wir werden jetzt keinen Raum mehr machen, einfach aus dem schlichten Grund, damit wir das Headset in die nächste Ebene mitnehmen. Und ich gehe auch. Nein, verdammt. So, jetzt habe ich das Dilemma. Keine Schlüssel. Und eigentlich wollte ich keine Räume mehr machen. Ja, da kriegen wir wahrscheinlich auch keinen Schlüssel. Aber zumindest das Tears-Up ist schon ganz angenehm. Wobei man Schlüssel ist, ein Consumable kann ja droppen.
ist ein nerviger Boss. Wenn man ihn ein wenig geschickt macht, nicht hart. Man muss eben darauf achten, dass man nicht alle Boss, also alle Köpfe gleichzeitig zerteilt. Dementsprechend ein wenig mit Bedacht vorgehen. Aber sonst ist er nicht schwer. So, Mizekata, schlechtes Timing, um dich neu zu positionieren. Sehr schlechtes Timing. Ja, gut, so ist es besser. Ja, ja, die lieben Mizekatzen. Wir lieben sie, aber sie sind manchmal anstrengend. Das heißt, ich komme nicht in die neue Ebene. Und dort, hier könnte noch der Geheimraum sein. Oder hier unten war er nicht. Ich probiere es hier noch. Wie gesagt, alles für einen Schlüssel. Leider nein. Na gut, dann eben normal. Dann dauert der Run vielleicht auch ein bisschen länger. Schade. Aber so ist das eben. Oh, okay, spannend. Das hatte ich nicht angenommen. Dann hätte ich weniger Ressourcen daran verschwendet gerade. Aber gut. Gut zu wissen, hätte ich jetzt gelernt. Ein paar Münzen, auch kein Fehler. Ach so, Curse of the Labyrinth. Es gibt schlimmere Curses, so viel ist sicher. Ah, sehr schön. Tinted Rock. Vielleicht bekommen wir einen Deal. Dieses Mal recht früh. Schlüsselraum habe ich übersehen. Wegen meinen Items links. Aber ich hätte ja auf die Karte schauen können. Kater, wenn du auf mir sitzen bleiben willst, dann solltest du nicht so unruhig sein. Okay. 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 Gut, ich gehe deshalb so früh hier rein. War ein bisschen dumm, stelle ich gerade fest, weil ich den Deal with the Devil nicht rerollen kann. Hätte einen Raum noch machen sollen. Aber ich wollte eigentlich hier so früh rein, damit ich den Deal eben relativ sicher habe. Weil vielleicht ist ja was Gutes dabei. Schauen wir mal hier rein. Of Babylon. Das ist nicht so gut. Ein einzelnes Guppy-Item. Habe ich schon... ja, das machen wir auf jeden Fall. Nehmen den Schlüssel, also den D6 zurück. Ich bereue es gerade wirklich, das Health Up nehmen wir. Ich bereue es gerade wirklich, den D6 nicht aufgeladen zu haben. Das hätte sich gelohnt. Hier ist noch ein Tinted Rock. Ja. Ein bisschen Geld verdienen am Automaten. Verwirre mich nicht, Spiel. Ich sagte, verwirre mich nicht, Spiel. Ach ja, trotz roter Tränen, ich habe ja kein Damage-Up abbekommen. Ich habe noch immer 3,5. Isaac Standard Damage. Es wäre irgendwie nett, mal zwischendurch irgendwas zu haben, was mir Schaden verursacht. Ein einzelnes Gappe-Item ist zwar nett, aber langfristig haut mich das nicht viere. Und ich werde garantiert den Schlüssel nicht für die nächste Ebene aufheben, wenn ich dafür den Item Room opfern muss. Aber momentan sieht es ja nicht einmal so aus, als hätte ich genug Schlüssel für den Item Room. Wir werden sehen. Spiel. Hör auf damit. Ich hasse... Ich meine, der Curse of the Labyrinth ist... ja, wie soll ich sagen? Ärgerlich, nervig. Er ist vor allem nervig. Er tut dir ja eigentlich selten wirklich weh.
Im Gegensatz zu anderen, wo du einfach keine Ahnung mehr hast, was Sache ist. Vor allem, wenn du nicht siehst, welche Items du bekommst. Das ist überhaupt furchtbar. Ja, opfern wir ein paar Herzchen. Vielleicht kommt ja was dabei raus, was ich haben will. Und wenn was rauskommt, was ich nicht haben will, kann ich zumindest meinen D6-Roll nutzen. Ja, war unglaublich unlohnenswert. Ja, dass er das darstellen soll, ist mir klar, Fahrer. Das Problem ist eher, was Gemini heißt. Ah, cool. Und was bringt es? Spoiler mich. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Bei Isaac habe ich mich so massiv gespoilert im Laufe der Jahre, dass das für mich zum Spiel gehört. Ich bin normalerweise ein großer Gegner von jeder Art von Spoiler. Außer vielleicht Hex-Spoiler, die sind mir einfach egal. Aber das ist eine andere Sache. Weil ihr wisst, was ich meine. Ja. Das war knapper als ich wollte, aber Hauptsache knapp ist besser als daneben. Komm schon, Kackhaufen, löst dich in Wohlgefallen auf. Das ist, glaube ich, neu. Nein, ist es nicht, das sieht nur anders aus. Verdammt! Naja, nicht so schlimm. Die Ebene will mich loswerden. Das war nicht das Sie. Ach, egal. Na gut, keine Geheimebene, keinen weiteren Schlüssel. Ah, cool. Also man bekommt schon ordentlich etwas dafür. Gut. Damit hätten wir die Kanalisation nicht gesehen. Aber so ist das, wenn man keine Schlüssel findet. Sollte eigentlich mit der Spinne kurzen Prozess machen, hat es auch. Schwebeviecher sind eben mit Mysterious Liquid nicht so begeisterbar. Ah, schön, 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 schön. Ein weiteres Tiersab. Kommt schon, sterbt ein paar Spinnchen. Und ein bisschen Leben zurück, so soll es sein. Gemini bedeutet auch Zwillinge. Okay. Alles klar, wieder was gelernt. Gut, das ist Schicksal. Ich muss diese Truhe jetzt öffnen. Ich das da bekommen. Eine Pretty Fly. Balls of Steel. Und eine Magician-Karte, die sich nicht gelohnt hat. Aber die drei Pillen waren absolut großartig. Bombe für Bombe und halbes Herz lohnt sich fix. Was in der Truhe ist, weiß ich nicht. Deshalb lieber das, was ich fix bekomme. Eine Blutbank. Ich hätte auch genug Geld und ich habe eine Ladung für den D6. Deswegen machen wir das. Wir haben sehr gute Pillen in der Rotation. Dementsprechend machen wir das hier. Was sich auch prompt gelohnt hat, bevor wir diesen hier machen. Was sich nicht gelohnt hat. Aber allein das Tiers ab war es eigentlich schon wert. Das kann sein, Fahrer. Da könntest du recht haben. Bin ich überfragt. Ich hatte nie Latein. Ich kenne ein paar lateinische Worte aus verschiedenen Fantasy-Geschichten und so weiter. Aber das reicht nicht, um irgendwie nützlich zu sein. Ein Health Up. Die Pillen sind gut, ich bin froh. Es gibt fast keine so guten Pillen mehr, die es sein könnten. Aber das sind diese ein bisschen widerlichen Spinnen, aber wenn man weiß, womit man es zu tun hat, sind sie eigentlich ganz gut handelbar.
Gut, gut, gut. Das war dumm, aber ich habe ein paar Münzen dafür bekommen. Das ist auch eine Ladung für den D6. Es gab wieder eine Batterie, wenn ich das richtig gesehen habe im Shop. Ich soll außerdem ja zwei Bomben behalten. Was momentan nicht funktioniert. Das muss ich nehmen, auch wenn es nichts Neues ist. Macht einfach viel zu viel Spaß. Reichweite sinkt halt, aber egal. Vor allem mit Mysterious Liquid ist das Ding eigentlich ziemlich gut. Sind Treffen, es werden große Gegner ja teilweise mehrfach getroffen davon. Gut so, und da ist die zweite Bombe. Ich darf jetzt nicht einmal für einen Tinted Rock Bomben hergeben. Reroll brauchen wir aktuell keinen. Bomben dürfen wir nicht hergeben. Oh, ich fühle mich überhaupt nicht übervorteilt von dem Spiel gerade. Also übervorteilt ist das falsche Wort. Genötigt, das war's. Ich bin viel zu neugierig für sowas. Telepilz. Bombe gibt es hier keine, aber einen Schlüssel. Ich nehme den. Es könnte auch die Battery wichtiger sein. Ich nehme den Magician für den Bosskampf. In der Hoffnung, dass die Tränen, die abspalten, auch dann zielsuchend sind. Ich glaube, das ist auch so. Dickes Tier. Meine Reichweite hat eben stark unter Crickets Body gelitten. Aber verdammt nochmal, ich bin trotzdem der Meinung, das hat sich gelohnt. Außerdem glaube ich, dass der Boss wesentlich schneller tot war dadurch. Ich habe hier Seife. Ja, Tears und Shot Speed Up. Was Tears bringt, nichts mehr. Habe ich auf voll. Ich weiß nicht, ob das irgendwas anderes bewirkt. So, die zwei Bomben sind gesetzt. Ich habe gleich keine Items mehr rumliegen. Doch, im Shop. Ich bin dumm. Ich habe vergessen, dass im Shop hier noch Items rumliegen. Sehr gegrüßt, Maxi. Ein laufendes Maschinengewehr mit giftigen Patronen. Voodoo Pin. Genau, das war dieses unnötige Teil. Ich habe noch das hier. Naja, zumindest bekomme ich 5 Bomben. Naja, egal. Ein bisschen mehr Damage wäre noch schön. Das Maschinengewehr kann zwar laufen und schnell schießen, aber nichtsdestotrotz verursacht es noch viel zu wenig Schaden. Gut, das heißt, wir gehen in die Mine. In die Mine. Sieht doch schon mal nett aus. Oder so ähnlich. Dann ab durch die Mitte. Das ist übrigens schon der zweite Wort. Beim ersten habe ich elend versagt gegen einen mir noch unbekannten Boss. Okay. Reichweite 14. Durch den hohen Shotspeed geht das trotzdem relativ weit. Außerdem zerteilen sich die Tränen, ja. Wirklich, das ist was. Ich weiß nicht, ob das wirklich was Neues ist. Es leuchtet anders als sonst, aber sonst. Du hast übrigens die Abwässer, die Kanäle versäumt. Die waren nett anzusehen. Ah, World ist gut. Das heißt, ich weiß, dass hier links von mir Maulwürfe, bleibt mir fern oder was ihr auch immer seid. Es sind Fötus Maulwürfe. Ich mag die Musik. Es ist Flash. Ich wurde von Flash attackiert. Hier sind Fledermäuse, glaube ich. Ja, sind's. Das sind viele. Und ich habe die Bombe versehentlich gesetzt. War nicht so schlimm. Ich habe die Bombe zurückbekommen. Ich brauche sowieso auch eine für den Secret Room. Infamy ist gut. 25 Cent könnten noch sehr viel wert sein.
Keine Ahnung. Ah, das war schön. Infamy. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Nehmen wir es mit. Ich habe keine Schlüssel. Schon wieder. Ich gehe mal nach rechts weiter in der Hoffnung, ein paar Schlüssel zu finden. Ah, hatten diese Wände hier, die man hier sieht, glaube ich, blocken dich auch, wenn du fliegen kannst. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, ein Schlüssel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hasse es, wenn ich keine Schlüssel habe, dass ich nicht das Notwendige bekomme. Und da ist ein zweiter, das ist schön. Ja, keine Ahnung. Was die mit den Quarter haben. Übrigens gab es den Quarter mal im ersten Binding of Isaac. Wurde gepatcht irgendwann einmal. Im ersten Binding of Isaac war der Quarter mal so, dass er im Shop für 15 Cent zu kaufen war. Rosary will ich nicht, weil es einerseits sowieso nur zwei Soulhearts bringen würde und die Bibel mir dann so oft erscheint im Shop. Und das Ding könnte gut sein, wenn ich eine höhere Reichweite hätte. Falls ich noch was finde, was meine Reichweite erhöht. Andererseits würde ich das Zeug einfach rerollen in Kürze. Minenkarren? Ich glaube, ich muss einfach, damit ich sowas zu sehen bekomme, alle Räume machen. Nein, lohnt sich nicht. Nein, 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 nein. Also nicht ans Ziel gebracht haben, Maxi. Mit anderen Worten. Oh, was seid ihr da? Lava-Blubs. Oder irgend sowas in der Art. Lava-Würmer waren das eher. Warum... Ich habe hier einen Stein. Warum gehe ich nicht mit meiner D6-Ladung... verdammt. Rüber. Könntest du das lassen? Spiel. Warum gehe ich mit meiner D6-Ladung nicht rüber in den Item Room? War jetzt nicht klug. Curse of the Labyrinth. Immer noch besser als Blind oder irgend so ein Bullshit, aber trotzdem nervig ohne Ende. Schön. Wow, das war jetzt unglaublich nützlich. Das Blöde ist, ich werde 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Gut, dann nehmen wir Spelunkerhead mit. Der ist zwar auch nicht sehr nützlich, aber zumindest nicht so nutzlos wie Bob's Brain, das ich sowieso nicht mitnehmen werde. Puh, das war verdammt knapp. Gut, diese Bomben fliegen, zerfallen in Flammen. Wieder was gelernt. Und dann haben wir die Maulwürfe wieder. Maulwurfföten. Blue Map, wer jetzt durch Spelunkerhead habe, großartig. Eigentlich hätte ich dementsprechend diesen hier machen sollen. Ich spiele gerade nicht optimiert. Es ist ein großer Bossraum, das macht mir ein bisschen Sorgen, aber wir werden sehen. Ich bin ein bisschen gespoilert bezüglich Bossen. Ich kenne den einen oder anderen schon. Aber wir werden sehen. Stay calm, stay calm. Beruhig dich, Kleiner. Du bist so ein Flammenmistvieh, genau. Wenn man es weiß, ist es ja machbar. Die sehen großartig aus. Die, vor allem, ich muss sagen, die Reflexionseffekte, die man vorher auch gesehen hat, waren absolut großartig. Ich werde jetzt mein Geld da reinpulvern. Chariot kann sich lohnen. Warte mal. Ace of Spades ist mir recht. Das ist mir auch recht.
Ich werde jetzt da mein restliches Geld reinwerfen. Einerseits in der Hoffnung, noch ein oder zwei Soul Hearts zu bekommen. Andererseits würde ich es natürlich auch verdammt toll finden. Na, dann nehme ich das Ding, Chariot oder Death. Ich nehme Chariot mit. Oh, die Musik, ich bin jetzt nicht lang genug geblieben. Das ist das originale Isaac-Theme im Second Secret Room, das da ertönt im Laufe der Zeit. Also aus dem ersten Teil, erste Ebene. Also wirklich vor Rebirth noch. Okay, was seid ihr? Du nimmst unangenehm wenig Schaden. Okay, da unten liegen rote Bomben. Ihr seid aus Stein. Okay. Midas Touch bringt genau Nüsse. Und die Enge hier im Raum ist absolut widerlich. Okay, explodiert, sobald ich sie aufnehme. Also, nicht explodiert natürlich. Ah, I see. Das ist ein cooler Gimmick-Boss. Was ist jetzt passiert? Ich nehme verdammt viel Schaden, aber ja, ist eben so. Okay. Ich will dir ins Gesicht schießen. Okay. Vielleicht sollte ich... wie mache ich das, dass der... He doesn't like smoke. So, jetzt habe ich dich. Was war das Ding schnell? Das hatte ich doch schon mal. Plus one to lowest stat. Das war Damage. Dementsprechend großartig. Deal with the Devil Krampus. Naja. Ach so, das ist ja noch der einfache Krampus, sagte er und nahm Schaden. Also der Consolation Prize war gut. Die Tour of Clubs verwenden wir. Was soll's? Chariot. Krampus nehmen wir auf. Ohohohohoho, danke Spiel. Das war mal ein Reroll. Das heißt, ich hole mir jetzt noch die roten Herzen. Also, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend, was man hier jetzt gesehen hat. Das ist ein Boss, der existiert in dieser Form nicht im normalen Isaac. Die haben niemals sowas gemacht und das ist so cool. Ah, war hier irgendwo ein Tinted Rock eventuell, wo ich ja nicht einmal weiß, wie man den erkennt auf dieser Ebene. Wie gesagt, ich fühle mich teilweise, als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. Komm, du holst dir noch das Herz. Gut. Lief auf jeden Fall bis jetzt nicht so schlecht, für das, dass die Bosse widerlich sind. Wenn man ihn verstanden hat und ein bisschen Platz frei gebombt hat, war er gar nicht so schwer. Vielleicht aber auch der einfachste Minenboss könnte ja auch sein. Ugh. Okay, war's das? Ja, das war's. Was zum Teufel? Okay, Würfelraum. Ach Gott, was war die 4? Ich vergesse es jedes Mal wieder. Bitte um Info, was war die 4? Oh Gott, ihr schießt so. Wie hieß es schnell bei Pokémon? Irgendeine Konfusionsattacke ist es auf jeden Fall. Ich renne nicht mehr immer drauf, weil das hat mir schon Runs gekostet. Mein Run ist derzeit nicht schwach genug, als dass ich ihn komplett rerollen wollen würde. Vor allem Dark Bum. Ich habe vergessen, was die 4 ist. Ich mache es auch meistens, aber gerade eben bin ich im Stream und deshalb der Vernünftigste hier. Oder so ähnlich.
Sagt der, der vorher mit die schlechten von hinten Witze gerissen hat. Alle Items, die sich auf Säulen begibt, welche noch nicht aufgesammelt, ähnlich wie dem D6 durch zufällige Items getauscht. Ah, sehr gut, danke schön. Das heißt, ich werde es mir aufsparen. Nützt nix, Schatz, nix, das Herzchen. Vorsichtig sein, ja. Gegner sterben gerade schnell. Noch mehr Bomben. Man braucht Bomben in den Minen. Zumindest wirkt es derzeit auf mich so. Ernsthaft? Junge, deshalb habe ich dich hier nicht eingestellt, dass du mir irgendwelche Spinnen da vor die Füße legst. Was zum... Du bist versteinerte Kacke. Oh, Greed. Naja, hätte schlechter kommen können. Vor allem, da ist das Mysterious Liquid, oder wie es nochmal heißt, gar nicht übel. Auf welcher Ebene sind wir jetzt eigentlich? Ich meine jetzt spielmäßig, dass noch Shops kommen können. Minen 2 ist, glaube ich, das kommt noch ein Shop, da lohnt sich das nicht. Oh Gott, das der Reroll hat sich gelohnt. Bist du wahnsinnig. Danke. Soul Hearts brauche ich, Linkfan, das weiß ich sogar noch. Du hast recht, Fahrer. Es kommen noch 2 Shops. Ich dachte, ich bin auf der 5. Ebene. Weil ich habe bis jetzt 1, 2, 3... Ich bin auf der 5. Ebene. Nach normalen Regeln dürfte eigentlich nur noch ein Shop kommen. Dann habe ich das falsch. Aber egal, der Reroll hat sich gelohnt. Ohne Diskussion. Von dem her... ich sprühe in unterschiedliche Richtungen. Widerlich ohne Ende. Gut. Wieder ein bisschen Fleisch zerschossen. Die hüpfenden Hirne finde ich einfach nur witzig. Die sind nicht allzu schwer zu schlagen. Die sind witzig. Was zum... Okay, die springen nur dort, wo... Okay. Ich hatte mir für einen kurzen Moment wirklich Sorgen gemacht. Okay, was bist du? Ich habe ihn schon wieder weggeklickt. Es tut mir leid. Okay. Dachte ich mir. Das sah so aus wie bei Bomberman. Okay. Bomben fliegen buchstäblich. Okay. Ah, verdammt. Du bist irgendwas. Du kamst aus dem Nichts. Du bist kurz vergoldet. Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich etwas verwirrt. Okay, er ist aus seinem Karren raus. Aber ich habe schon verdammt viel Schaden genommen. Er ist abgehauen. Es ist hier ein Health-Up, das ich nicht will. Um es habe es gerollt in ein anderes Health-Up. Okay, 2 Soul Hearts hat das gekostet. Health-Up nehmen oder nicht? Das ist ein Hassboss. Ich fand ihn jetzt nicht leicht, aber auch nicht so schlimm. Vielleicht durch meine Items. Ja, soll ich das nehmen? Ich hab den Raum. Ich hab ganz vergessen, dass ich ja den Raum habe. Genau. Danke, Maxi, du hast es. Okay, der Raum ist mies.
I have no idea what I'm doing. Ich habe absolut keine Idee, ja. Was war das? Wie auch immer. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe oder was ich kaputt gemacht habe oder was auch immer. Ach so, ja stimmt, dort waren wir. Watch the World Burn. Klingt nach einem Spaß. Zwei neue Items, das ist gemein. Ich will... Das linke schaut nach einer Bombe aus, ich will das rechte. Spore Shot. Klingt nach Spaß. Und es ist echt widerlich, was da in seinen Augen ist. Oh, also, und ich hab's verbockt, demnach. Was zum... Ich musste jetzt den verdammten Stein besiegen! Werde ich rerollen. Merken, dass ich auch hier zurück will. Und ich habe keine Ahnung, was mein Pilzauge macht. So, Reroll. Reroll. Ich weiß nicht, ob ich es so witzig fand gerade. Gut, ist das auch neu gerollt? Nein, es ist noch hier. Ich nehme es trotzdem mit. Es ist ja nicht mies. Es ist nur, es gibt Besseres. Ja, Maxi, es ist wirklich, es ist ein anderes Spiel. Es ist absolut großartig. Ja, Stichwort anderes Spiel. Ich habe jetzt Xenoblade Chronicles 2 bekommen zu Weihnachten. Und Mario & Rabbids Kingdom Battle heißt es. Für die Switch. Also ich bin bedient für die nächsten Monate und ich habe so wenig Zeit zum Spielen. Und ich will vor allem auch am PC weiterspielen und es ist ganz schrecklich. Rerolle dich, so ist es. Yay, ein anderes Health Up. Wie toll ist das denn? Juhu, ist fast wie Weihnachten. Ich muss Xenoblade Chronicles 1 noch beenden. Ich bin derzeit auf bin ich gerade hinunter zu Mechonis Arm gefallen. Da weißt du wahrscheinlich, wo ich bin, mehr als ich selbst im Spiel. Mausoleum. Ich bin im Mausoleum. Okay. Ihr seid... seltsam. Okay. Du hast mir hier einen Weg freigesprengt. Ihr hinterlasst Flammen. So sieht ihr auch aus. Das hatte ich mir gedacht. Gut. Da ist eine Bibliothek. Also ein Raum, wo man Zeug zum Rerollen hat. Reroll. Ja, ich werde es durchspielen. Ich werde es auch weiterhin spielen. Es ist halt auch ein sehr langes Spiel. Igitt! So. Darkbam, du hast schon lange nicht mehr bezahlt. Du weißt, wozu kriegst du... Also, ja. Davon gehe ich aus. Ich bin auch gespannt, wie weit ich komme. Oh, 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 der Leiter zündet die Gegner an. Habt ihr das gesehen? Donk. Und, was zum Teufel?
Ich muss die Bücher rerollen. Ich muss die Bücher neu rollen. Neues Buch. Book of Despair. Temporary Tears Up. Und nochmal Jump. Wozu habe ich das Ding genommen, wenn es dann wiederkehrt? Ach so, das war vorigen Run. Nebenbei, das Temporary Tears Up bringt nicht die Tears auf besser, als man haben kann. Oh, spannend. Also dementsprechend, wie gesagt, ich werde den ersten Teil durchspielen, bevor ich den zweiten spiele. Aber der Punkt ist einfach der, ich habe es mir ja zu Weihnachten gewünscht, in Xenoblade Chronicles, beziehungsweise zum Geburtstag, der ja auch in nicht großer Ferne ist. Ich will die Chilischote, die ist niedlich. Außerdem kenne ich sie nicht. Bird's Eye, it burns. Oh! Ich muss reinlaufen. Ich kann mich nicht dran verletzen. Das ist schön. Das ist cool. Finde ich gut. Nebenbei bemerkt, habe ich nicht den Spelunker-Helmet? Jetzt bei Stompy witzig. Würdest du, kleiner Dark Bum, vielleicht in die Nähe von diesen roten Herzen gehen? Ich mach mal diesen hier. Vielleicht reicht's. Gehst du rüber? Nein, tut er nicht. Dann war es eine verschwendete Bombe, aber ja, ist eben so. Okay. Sauber. Oh Gott, dieses Item ist cool. Was habe ich hier? Drei Schlüssel? Was für Drogen habt ihr genommen? Oder einmal über die Stacheln laufen? Ihr seid nicht lustig, Leute. Ich verwende meine Bombe hier. Diese Pfefferschote da. Ich verwende hier meinen letzten Schlüssel, was sehr dumm war. Ja. Die verschießt alle paar Tränen eine Flamme. Wahrscheinlich vom Luck Value abhängig, den ich noch immer auf 0 habe. Ja, ist ungefähr Red Candle Niveau. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Ich brauche einen Schlüssel. Mindestens einen, eher zwei. Eigentlich fünf. Aber davon will ich jetzt nicht anfangen. Das wäre arrogant zu glauben, das zu bekommen. Einer. Einer ist ein guter Anfang. Ich gehe in den Shop. Deck of... Booster Pack wieder. Ja, warum nicht? Wir haben das Geld übrig. Two of Diamonds. Judgment. Warum nicht? Füttern wir den kleinen Mistkerl. Na gut, hat sich nicht so richtig gelohnt. Warum habe ich die Two of Diamonds Karte genau noch nicht verwendet? Weil ich nicht kein kluger Mensch bin. Ja. Hey. Hab mich verbombt. Das hätte ich vielleicht liegen lassen sollen. Mhm, da ist der Boss. Ich habe keinen Schlüssel mehr für irgendwas. Na gut, dann eben hier raus. Ach du Schande. Okay, die haben dir das Vieh gerade beschworen. Dass er hat ihnen die Köpfe geraubt. Okay, 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 okay. Das ist mies. Das ist verdammt mies. Und diese Berechnung, wo das... Pff.
Du bist ein verdammtes Mistvieh. Stirb jetzt einfach. Das auch noch am Ende. Das war jetzt wirklich... Und jetzt hat mir Dark Bomb auch noch Leben gekostet. Pretty Fly ist gut. Wow. Wow, der war jetzt kacke. Warum habe ich Jared Cut nicht verwendet? Book of Sins. Ich werde es nehmen. Einmal benutzen. Oh, das war nicht so übel. Das da neu rollen und hab wieder einen Familiar. Also den Alternativen. Das war jetzt hart. Das war jetzt sehr hart. So. Ich habe drei Bomben. Ich gehe jetzt und ich hoffe, ich ein bisschen mich regenerieren kann in irgendeiner Form. Du stirbst jetzt mal. Gut so. Ist ein Anfang. Batterie habe ich noch. Ja, den Bücherraum. Das ist besser als das Soul Heart, behaupte ich einfach mal, weil in dem Bücherraum die Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass ich entsprechende Bücher bekomme, die wir Soul Hearts spenden. Nebenbei bemerkt, hier liegt was rum. Da war der Raum. Selbst ein Hanged Man wäre verdammt gut. Ja, fliegen wäre gut. Die Three of Diamonds. Ah ja, habe ich wieder vergessen. Ach ja, das war echt ein guter Reroll. Hat sich sehr gelohnt. Kann man mal machen. Leute, seht mal nach ganz rechts. Nach ganz rechts oben. Was zum... Achso, das ist dieser Teleport. War irgendwie Verschwendung. Hätte ich anders machen sollen. Weil ich will jetzt diesen hier. Schön, hier ist jede Menge Geld, wenn man Bomben hat oder fliegen kann. Hier ist ein Schlüssel. Das heißt, ich komme zumindest ohne nochmal Schaden zu nehmen. Retour. Lass mich raten, das zweite Rätsel. Okay. Keine Ahnung. Warum bin ich hier reingegangen? Zu riskant, viel zu riskant. Das kann ich nicht machen. Ich hab... geht nicht. Das ist schlicht unmöglich. Ich will eine Bombe für da unten. Jetzt hätte ich es fast genommen. Das hätte mir den Run gekostet. So viel ist mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sicher. Dann habe ich hier einen Doppelschlüsselraum. Wow, das war wertvoll. Das war unglaublich. Ich habe 4 Münzen bekommen. Wow. Wenn ich die nicht bekommen hätte. Wow. Also. Okay. Wenn man die Gegner gar nicht... Was zum Teufel? Ich kann nicht mehr schießen. Okay, jetzt geht's wieder. Okay, die Typen da verfluchen einen, dass man nicht mehr schießen kann. Das ist auch mies. Okay, das Spiel hat mich gerade ziemlich auf dem am Arsch. Ganz banal gesagt. Und ja, fliegen können wäre von Vorteil. Und wie ich jetzt keine Bomben mehr bekomme. Ich bin im Abwärtstrend gerade. Weil ich mich einfach nicht auskenne. Sorry, Dark Bomb, aber jetzt gehört das Zeug mir. Telepilz, Chariot. Die Telepilz könnten mir 3 Schlüssel sparen. Mit ein wenig Glück.
nehme ich einen mit, werde ich dann verwenden, wenn ich die Ebene durch habe. Chariot könnte mir eigentlich auch das Set. Ja, das Spiel ist besessen. Ist nichts entgegenzusetzen. Flammenwerfer typisch. Gut, das heißt, ich komme nicht zu dem zweiten Secret Room, den ich hier entdeckt habe. Ja. Jetzt bin ich wieder hier drüben. Damit bin ich zufrieden. Jetzt habe ich meine Jared-Karte dadurch verloren, aber ist halt so. Ich habe keine Bomben mehr. Was schade ist im besten Fall. Ja. Ich kann, habe dadurch jetzt aber meinen die Six wieder aufgeladen. Das heißt wiederum, dass ich zurück in die Bücherei gehen kann. Ich muss die Rätsel, ich glaube, die werde ich mir einfach. Ich habe Rerolled und ich habe Book of Anarchy, Anarchist Cookbook zu Anarchist Cookbook Rerolled. Das werde ich jetzt aber beinhart verwenden in diesem Raum, wo ich mich zu irgendwelchen Herzen durchbomben kann. In der Hoffnung, dass ich mich dabei nicht selbst umbringe. Schön, zum halben Herz habe ich mich durchbomben können. Aber hier oben, zum einzigen, das... Gut. Nur die Ruhe. So, der D6 wandert mit. Das heißt, hier gab es auch zwei Cursed Rooms. Neben da oben hätte sich D6 auch wirklich gelohnt. So, ich beende die Ebene an dieser Stelle. Ich werde jetzt weitergehen. Ich weiß, dass die Rätsel irgendwas mit einem Messer zu tun haben. Um in den die letzte Ebene zu kommen. Die ich auch kenne schon. Also ich kenne sie nicht wirklich. Ich weiß, dass, wie sie heißt. Das könnte, wäre... Sie zu kennen wäre ein bisschen überbezeichnet. Dieses Feuerzeug ist gut. Ich glaube, dass das Feuerzeug gewisse Dinge macht. Die Two of Diamonds habe ich schon wieder vergessen. Aber danke für den Hinweis. Von vorher, ich weiß. Ja, Kater. Das ist brutal, was du hier machst. Hey. Gute Arbeit. Ich brauche eine Bombe. Ja, Damage hat mir langsam nützlich. Ich meine, ich habe durch den Consolation Prize irgendwie zumindest ein bisschen was bekommen. Aber mein Schaden ist eben noch auf dem... Ja, Minimum ist übertrieben, aber 30% über Startwert ist eben nicht viel. Zwei Schlüssel. Wirklich zwei Schlüssel. Soul Hearts braucht ja keiner und den Stein, wie auch immer der jetzt heißt, den braucht auch niemand. Das ist wieder eine Menge Geld. Ah, jetzt da zwischendurch mal. Wie hieß es schnell? Eines meiner Health-Ups zugeschlagen. Oh, das ist, also das mit den Teleportern ist irgendwie witzig. Aber gewöhnungsbedürftig. Aber auch noch eine Mechanik, die sie einfach dazu gedichtet haben. Dürfte ich denn die Mitte? Ah! Spiegel, du bist ein... Das ist eine Sauerei. Teleport... Ich habe keine Bomben mehr. Aber mehr Möglichkeiten, sich zu teleportieren. Verwirrend. Das war gut. Ich meine, ja. Ich behaupte, dass mich in vielen Räumen immer noch Mysteries Liquid rettet, also gerade gegen alle Gegner natürlich, die ein bisschen bodenständiger sind. Fliegende Gegner sind der Teufel für mich. Das bin ich. Für das, dass ich die Two of Diamond Karte vergessen habe, sieht es nicht so schlecht aus. Finanziell. Okay.
Ups, das war nicht einmal Absicht. Er war gemein zu mir, ich habe ihn gesprengt, so gehört das. So macht man das im Leben. So, ich gehe jetzt zu diesem Teleporter rüber, weil ich die Einstellung habe, dass der Teleportraum nicht der richtige Weg sein kann. Weil man dort nur mit Bomben hinkommt und sie haben ja hoffentlich keine Sackgassen eingebaut in dem Spiel. Hoffe ich zumindest inständig. Weil Sackgassen sind furchtbar. Ich meine, ernsthaft, dass man sich in die Enge bringen kann. Ach Gott, ich glaube, die Uhr sind schon 12:30. Sagt, dann bleibt das der letzte Run. Aber ich glaube, man hat heute auch. Also in Isaac bekam man auch viel zu sehen. Was zum. Okay. Das war diese Sache. Wow. Gut, dann nutzen wir es einmal. Judgment-Karte. Mache ich hier weiter und vielleicht bekomme ich 2 Podeste zum Neuwerfen. Yay, Butterbean, wow. Dirty Mind, Filthy Friends. Okay, 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 das ist neu. Und Headless Baby. Hm. Gut, das heißt, wir haben die Ebene jetzt freigeschalten. Wir wissen jetzt, wo alles ist. Ja. Okay. Hirnvieh, du bist widerlich. Die hängt das Hirn hinten raus. In einem Ausmaß, das bei normalen Gegnern nicht der Fall ist. Okay. Hier leuchten 2. Okay, okay, okay. Das ist ein Teil eines Rätsels, oder? 2, 4, 6, das sind die mittleren. Und hier ist die obere Reihe plus. Sporen-Item. Ich weiß noch immer nicht, was das Sporen-Item eigentlich macht. Ich habe keine Ahnung von irgendwas gerade. Ich fühle mich, als würde ich zum ersten Mal Isaac spielen. Und diesmal wirklich zum ersten Mal. Okay, ich habe kleine Kackhaufen um mich herum. Ist das gut? Warum bin ich hier genau jetzt gerade reingegangen? Ja, ich hatte nicht genug Herz. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Oder so ähnlich. Ich habe sehr viele kleine Freunde, die... was auch immer jetzt machen. Achso, die Giftexplosion ist davon. Ist eigentlich logisch. Und ich hatte gerade eine Kralle im Oberschenkel und er macht weiter. Kater. Oh. Sag genau, du liegst wieder in die falsche Richtung. Ich habe schon verstanden. Oh. Cat Attack. Ja. Es ist relativ viel los durch die Mistviecher auf dem Bildschirm. Ich bin sie forever. Hm. Das war dumm, wollte ich nicht nehmen, war ein Versehen. Ich habe
hier eine Batterie. Ich nehme den PhD. Ja, schön. Genau wegen sowas. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hoppla, entschuldigt, bin an die falsche Taste gekommen. Soll mir ja schon mal passiert sein, dass ich falsche Tasten gedrückt habe. Nö, ja, gerne. Dieser bringt mir nichts mehr. Gut. Ich nehme eine Erkenntnis Forever Pille in die nächste Ebene mit. Die Überlegung ist gerade, wo... Also ich war in allen 30... Ich war jetzt schon in 30 Quadrums. Ich meine, spart Bomben, nicht mehr, nicht weniger. Stichwort Bomben. Zwei Bomben, um zu den zwei Truhen zu kommen, und Schlüssel habe ich wirklich ausreichend. War natürlich unglaublich klug, weil ich es hätte eigentlich eine auf der anderen Seite gereicht. Oh, das hat sich ja gelohnt. Mehr Bomben und mehr Schlüssel zurückbekommen. Range Up, da sage ich nicht nein, absolut nicht, das ist gut. Was war jetzt? Oh, ach du Schande, was für eine Reichweite habt ihr Mistviecher? Monstros Lunge. Will ich gerade nicht. Ah, das ist jetzt schwierig. Will ich? Ich nehm's. Oh, das war jetzt normale Technology. Ah, ich verwechselt. Na gut. Das ist ziemlich mies gerade. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich diesen Raum sinnvoll mache, ohne dass ich selbst Bomben einsetze. Gut, Technology war jetzt nicht so klug, fürchte ich. Weil es... Aber andererseits, die Feuerrate ist wirklich gut. Kann schon sinnvoll sein. Nebenbei bemerkt, irgendwann sollte auch sowas wie Mami ja noch daherkommen. Zahlst du aus? Nein, du zahlst nicht aus. Gut, das war die Ebene. Boss. Oh! Was zum... Okay, Mom ist auch anders. Mhm. What the fuck? Die besessene Mama. Oh mein Gott. Was war das jetzt bitte? Oh Gott, und der Raum mit den ganzen Fackeln war die... Das war das Rätsel. Ich depp. Naja, egal. Es wird Zeit, schlafen zu gehen. Mein Gott, eine normale Ebene. Ich bin fasziniert. Ich kenne mich wieder aus. Bisschen mehr Damage wird trotzdem schön. Die Feuerrate ist aber gut. Goldschlüssel. Okay. Mini-Boss nehmen wir. Allein schon für die Karte, allein die er ausspuckt. Obwohl, der Schaden ist ganz gut, den ich verursache. Zumindest scheint es gerade so. Okay, ich spreng mich gerade selbst an einem der leichtesten Räume, den dieses Spiel zu bieten hat. Gut. Konzentration lässt gerade massiv nach und das kostet mir gerade alles. Bisschen Konzentration, der Raum ist leicht. Was die kleinen Kackhaufen machen, außer wahrscheinlich ein bisschen Schaden, habe ich, kann ich gerade nicht eruieren. Wäre eine Überlegung wert. Cathedral ist es nicht, Church.
Verdammt, das war unnötig. Ich habe mich selbst in die Ecke gedrängt. Ach, das verliere ich sowieso. Es ist mir aber eigentlich egal. Cathedral, um die Chest freizuschalten. Ist ein Schutzschild, wenn ich drin stehe. Aber das war ganz gut. Ich habe wieder ein bisschen regeneriert. Ich muss offen sagen, ich bin gerade nicht begeistert davon, dass meine Gegner alle hochgehen. Und es ist gut, dass sie relativ schnell sterben, aber das Hochgehen hat mir jetzt schon relativ viel gekostet. Ich glaube, ich werde mein Geld jetzt verspielen müssen. Nebenbei bemerkt, wenig begeistert bin ich gerade von der Tatsache, dass hier keine normale Slotmaschine ist, die normale Herzen ausspucken könnte. Du schon wieder. Erstmal Soulheart. Eine Karte. Bobby Bomb. Obwohl ich hätte hier mir Ladungen holen können. Die Battery. Was zum... Ich bin ein wenig irritiert, aber es ist logisch. Es war... Die Ebene... es war nur eine Ebene zwischen Moms Heart und Mom. Das irritiert mich ein bisschen. Ungewöhnlich, ungewohnt vor allem. Oh, das war jetzt nützlich, dass ich den genau neben Mom hochgejagt habe. Das war weniger nützlich, dass die letzte Spinne neben mir hochgejagt wurde. Eigentlich sollten mich Tränen ja gar nicht so treffen, weil ich einen vollen Halo of Flies habe. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich werde wirklich in die Cathedral gehen. Ja. In der Hoffnung, Isaac schlagen zu können. Was eher unrealistisch ist. Ich bin ein bisschen underpowered dafür. Aber wenn, dann sterbe ich auf dem Weg dorthin. Ist auf jeden Fall wahrscheinlicher als Mega Satan. Also nicht Mega Satan, sondern The Lamp. Naja, der Run ist nicht mies, aber auch nicht stark. Ich habe vor allem... Das war jetzt dummes Pech, dass das Ding direkt neben mir hochgeht, während hier ein Stein ist, der auch hochgehen kann. Okay, das war gut. Man sieht meine Konzentration schwinden, das ist recht beeindruckend. Genau, das war auch mein Problem gerade, Maxim. Ich hätte es auch für Ludovico gehalten und ich glaube, dass das in Kombination mit meinen ganzen Items ziemlich gut gewesen wäre. Das kriege ich kleiner. Ich muss auf ein halben Herz sein zumindest. Aber Technology ist... Die Reichweite ist einfach gut. Ja, das ist auch nicht so übel an sich. Und ich stelle gerade fest, ich war dumm. Ich habe einen Fehler gemacht vorher. Die Wahrsagekugel mitnehmen sollen. Das wäre wirklich klüger gewesen. Als den D6. Der D6 bringt nichts mehr und die Wahrsagekugel hätte zumindest... Die schützen nämlich ihre Kameraden hier. Ihre widerlichen Kameraden hier. Die Wahrsagekugel hätte hin und wieder in alle paar Räume zumindest ein bisschen was gebracht. Nämlich eventuell sogar ein Soulheart. Auch die Tarot-Cards können gut sein in dem Zusammenhang. Wieso habe ich eigentlich eine Death-Card? Oh Mann, die Musik ist übrigens spannend. Oh ja, hatte ich schon mal, Maxi. Das Feuerzeug setzt manche Gegner in Brand, wenn man den Raum betritt. Und das ist großartig, weil die dann permanent Schaden nehmen. Also ich finde das gut.
Hier der rechte zum Beispiel. Was zum Teufel war der zweite Schaden? Ich mach mir Sorgen. Yep. So Leute, das war's dann für jetzt. War auf jeden Fall spannend von dem her, dass wir viel Neues gesehen haben. Ja, nicht einmal in Isaac hatte ich großen Erfolg heute. In Dead Cells ja auch nicht. Aber ja, was soll's. Schwamm drüber, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, hart war auf jeden Fall, aber ich glaube, dass ich mich nicht so unglaublich mies gemacht habe, aber ja. Ich werde mich jetzt trotzdem für heute verabschieden. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, noch ein angenehmes Restjahr. Eventuell streame ich in den nächsten Tagen das eine oder andere Mal noch. Ich weiß nicht, ob heuer noch. Tatsache ist auf jeden Fall, dass ich derzeit Urlaub habe, tagsüber auf der Baustelle arbeite und da wird sich hoffentlich der eine oder andere Stream ausgehen. Wobei ich nicht glaube, dass ich dann, wenn ich wirklich öfter dazukommen sollte, wirklich bei Isaac und Dead Cells bleibe die ganze Zeit. So. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke für die guten Wünsche und ciao, ciao. Und das war eine Kralle in meinem Oberschenkel schon wieder. Ciao, gute Nacht.